Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Und ich weiß nicht genau, was hier vor sich geht, aber eventuell sind wir bei den Roten oder sonst wo. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Machen wir kurz unser Licht an, nur für einen kleinen Augenblick und machen es wieder aus. Wo sind wir? Haben wir noch keinen Anhaltspunkt. Wir suchen derzeit den Schmied. Doch die Frage ist, wo ist er? Und hier... Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Okay. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Okay. Ich weiß ja nicht. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Danke für den Hinweis. Jetzt schon irgendwie hinkriegen. Die Roten. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Okay, das ist nicht gut, dass Sie Ausweiskontrolle machen. Aber gut. Wir werden das schon irgendwie meistern, Freunde. Wir werden das schon irgendwie meistern. Wo ist das denn? Hallo? Hau ab! Du sollst verschwinden. Bist du taub oder was? Ja. Okay, der will also nichts mit uns zu tun haben. Zur Hölle mit dir! Verzieh dich! Alter, was sind die denn alle hier so gemein? Ich wollte nur Hallo sagen. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dabst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers. Oh, oh. Hände ausstrecken. Ich wollte nur gucken, wo das herkommt. Scheiße. Ich wollte nur gucken. Schon gut, schon gut. Bin schon lustig. Ich komme auch so mit. Erhalt. Oder ich lauf. Okay. Ich bring ihn um. Los. Komm mir nach. Okay. Geh mein Bestes, aber ich kann nicht schneller laufen. So laufe ich so langsam. Na, währenddessen ich hier ganz gemütlich vorbeikrieche. Toll. Au, aber die treffen mich. So laufe ich so langsam. Weil ich so eine schwere Rüstung hat oder was? Oh. Hallo? Gut? Wo bist du hin? Ich hab nur links verstanden. Halt, du Mistkerl! In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Okay, danke, Andrea. Schön, dich kennenzulernen und hallo. Okay, das war ein krasser Einstieg. Was ist hier genau passiert? Hä?
Und die haben nicht gecheckt, dass ich da in die Tür reingezogen wurde. Dann komme ich verkleidet raus und. Ist klar, ist klar. Unsere Sicherheit ist wie an Sie. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Streckensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Hm? Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Wieso kämpft man gegeneinander, wenn die Hölle draußen los ist mit Monstern und so? Medipacks, Filter, Messer, alles was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Medipacks brauchen wir nicht unbedingt. Filter können wir ja nicht. Er sagte, er bietet Filter an, aber ich sehe ja keine Filter. Dann halt nicht. Füllt ein Arsenal auf, solange. Ja, bin ich dabei. Du musst mir nicht sagen, was ich tun und lassen soll. So, anpassen. Wir wollten ein besseres Visier haben, ne? Zweifacher Zoom oder. Ich weiß nicht, was ist das hier? Zieloptik. Ein Stück Militärtechnik aus der Vorkriegszeit. Diese Nachtsicht. Ah, Nachtsicht, perfekt. Nehme ich. Damals haben wir auch Nachtsicht benutzt, das weiß ich. Und du? Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ah, so, der wechselt nur. So, Freund, wo bist du hin? Sollen wir hier rein? Ach da. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Atjom. Okay. Ich lag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, die man wesentlich mehr Mumm, für die man wesentlich mehr Mumm braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und riskiert minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Durch ein Netzwerk aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Roten noch immer nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um von der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Kriegs zwischen roter Linie und Reich gelangen. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Der wichtige Teil ist es, zu wissen, wann man abspringen muss. Okay, gut. Vielleicht soll ich mich ducken. Ist ein bisschen auffällig, dass ich hier hocke, oder? Da guckt man doch irgendwie mal als Vorgesetzter irgendwie ins Loch rein oder so. Die platzieren das Ding schon vorher da. Das hier ist so eine quasi Mechanikergrube. Keine Ahnung, wie man die jetzt richtig nennt. Aber von hier aus kann man quasi von unten arbeiten. Wobei bei dem ganzen Holzding. Oh! Ja. Siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Oh. Aber ist schon verdammt auffällig, oder? Ey, cool. Ich habe ein Buch zum Lesen bekommen. Metro 2034. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Da bin ich das Originalbuch. Oder ist schon ein anderes Buch rausgekommen? Schicke Klamotten habe ich da an. Also verdammt auffällig, dass hier ein Typ sitzt. Kannst du mir doch nicht erzählen, das sieht doch jeder. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Die er sich freut. Komm, lies das Buch. Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Hau rein, Dude. Danke für die Hilfe. Hallo, Sergei,
Ich weiß nicht, das ist verdammt auffällig. Guck mal, jeder unter mir kann sehen, dass ich da drinnen bin. Willst du mich verarschen oder was? Als wäre nur einer so doof und würde das nicht sehen. Das sieht doch jeder Einzelne. Klar, und der sieht mich nicht. Auf jeden Fall. Alle Mann die Plätze einnehmen. Gut, jetzt sieht man mich wirklich nicht mehr. Aber das ist doch schon irgendwo riskant. Das ist doch schon irgendwo riskant. Na dann, alles einsteigen, die Fahrt beginnt. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar, Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Okay. Holy shit. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Oh Mann, Freunde, da haben wir uns aber was vorgenommen. Holy the shit. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Okay, ich schätze mal, das war der richtige Ausstieg. Ich konnte es mir nicht verkneifen, sorry. Okay, wo wollen wir überhaupt hin? Ach du Scheiße, wir sollen auch noch hin? Wir haben die Nachtsicht. Alles gut, wir sind quasi wie ein Spion auf der anderen Seite. Ich glaube, ich wurde gesehen. Oh mein Gott, natürlich wurde ich gesehen. Der steht direkt neben mir. Ja, shit. Zieh dich! Wie hat er es geschafft, daneben mich hinzukommen? Nahezu unmöglich, an mir vorbeizukommen. Okay, ich vermute mal, jetzt werden die Faschisten gewinnen. Weil ich denen helfe. Hast du ein Schild oder so? Also was ähnliches hat er, ne? Wie viele?
Huch, was ist denn das? Ja, gib mal her. Ach, das ist das Ding. Oh. Das ist Kacke. Das verzieht. Das will ich nicht haben. Ach du Scheiße, sind hier viele. Ach, ich muss mich hier voll durchprügeln. Okay, da ist noch einer. Zum Glück haben die alle diese billige Waffe, die verzieht. Endlich ist er umgefallen. Ich hab so das Gefühl, sie wissen nicht, wo ich bin. Ah! Erstmal das Feuer auspinkeln. Ich glaube, die Granate hat gesessen. Ja. Hallo, mein Freund. Du erwartest mich bestimmt nicht hier an dieser Ecke, oder? Ha! Ich bin nämlich in der Wand! Damit hättest du bestimmt nicht gerechnet. So, wo soll ich genau hin? Weiter in die Richtung. Okay, perfekt. Damit kann ich doch leben. Wenn ich denn jetzt ein bisschen unentdeckt bleibe, wäre das ganz cool. Ah, vielleicht ein bisschen laut, aber gut. Hey. So. Das Licht mal aus. Ach, in die Richtung müssen wir gar nicht. Toll, Munitionsverschwendung, Zero, danke. Können wir das Licht auspinkeln? Nein, schade. So, wer hängt denn da hinten rum? Ob das ein Helm ist? Das ist ein Helm. Ich bin schon so ein Arschloch. Nee, ich mach das Licht jetzt nicht kaputt. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Munition. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, das ist die gleiche. Nur irgendwie ein bisschen krasser. Das ist unsere, ne? Die hat irgendwas noch zwischen den beiden Läufen, hat sie irgendwas. Gut. Hurra. Dann werfen wir mal die hier weg. Tun wir mal so, als wäre niemals etwas weggekommen. Okay, und jetzt? Wo sollen wir genau hin? Oh, da hinten läuft noch jemand rum. Das ist ein Rotpunktvisier. Ah. Das Rotpunktvisier ist ein bisschen weiter oben. Und hier laufen noch ein paar Leute rum. Verdammt, ich sehe nichts. Aber das Rotpunktvisier sieht man doch. Huch, da habe ich was gesehen. Eine Silhouette. Ich weiß, dass du da bist. Ich würde sagen, wir gehen mal die Treppe runter. Das dürfte wohl das Einfachste sein. Und hier ist irgendjemand in der Nähe. Ich höre Schritte. Laute Schritte. Ich glaube, die wurden entdeckt. Ja, von dem Arsch da hinten. Na toll. Das war doch den Kopfmann. So. Was? Er hat nur sein Licht. Ich habe sein Licht weggeschlagen. Und ist den Kopf. Ha! Sniper Battle gewonnen. Probier mal das. Na ja, klar. Da kommt die nächste Spinner hier. Komm, verzieh dich. Gib mir mal deinen Scheiß. Ich besiege hier voll die hintere Front. Huch! Das war nicht so geplant. So, wir müssen irgendwie da hinten hinkommen, ne? Hui! Ich hab da jemand noch mir geschossen. Hä, hey, wo soll ich denn lang? Wollte mich verarschen. Okay, ich speichere hier schon mal, das ist gut. Ah, ich verstehe. Ich muss hier lang, ja?
Ich weiß ja nicht, Freunde, ob wir hier irgendwas richtig machen. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Also Gott. Hier klappt alles zusammen. Was mache ich denn hier? Das sieht nicht so aus, als könnte ich hier wirklich zum Ziel kommen. Ja. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Es sah ein bisschen zugänglich aus, aber ich weiß nicht. Mal gucken. Wir werden morgen erfahren, wie der ganze Weg wirklich aussieht. Vielleicht hätte ich mal auf die Map gucken sollen. Wer weiß. Wir sehen uns ansonsten morgen wieder zu einer neuen Runde von Metro 2033. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns morgen am freien Montag wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.